Herzlich willkommen zum Livestream der Gott ist mein Unterkämmer Kampagne. Wir sind hier live in Salzburg im Kapitelsaal. Ich bin die Maxi. Und ich bin der Paul und wir werden euch durch die nächsten zwei Abende führen. Jeder zweite Jugendliche im Bundesland Salzburg leidet unter depressiven Verstimmungen. Jeder dritte schläft schlecht und jeder sechste beschäftigt sich gedanklich sogar mit Suizid. Das berichtet der ORF in Salzburg. Man könnte also von einer psychischen Tsunamiwelle sprechen. Aber nicht nur die Jugend ist von dieser psychischen Tsunamiwelle betroffen. Viele Österreicherinnen und Österreicher, für die sind diese Zeiten besonders herausfordernd. Deswegen haben wir die Hoffnungskampagne Gott ist mein Unterkämmer ins Leben gerufen. Wir haben 8 Personen gefragt, dass sie erzählen, wo bei ihnen Gott überraschend aufgetaucht ist. Und seit dem 7. November hängen auch im ganzen Salzburger Land schon Plakate, die auf diese Geschichten aufmerksam machen sollten. Und wir haben heute Abend 2 dieser Personen, die in diesen Hoffnungsgeschichten vorkommen, für euch eingeladen, damit ihr sie noch besser kennenlernen könnt. Ihr habt die Chance, ihnen online über ein Tool und zwar über Mentimeter persönlich Fragen zu stellen, die sie dann gerne für euch beantworten. Und das geht ganz einfach, indem ihr jetzt neben dem Livestream auf menti.com gebt. Dort gebt ihr den Code ein, den ihr jetzt unten eingeblendet seht. Und dann könnt ihr da auf Menti eure Frage stellen. Ihr seht aber dort auch die Fragen, die andere stellen und könnt eine Frage, die ihr gut findet, einen Daumen nach oben geben. Und die Fragen, die die meisten Daumen nach oben kriegen, die werden wir dann hier im Livestream live den Gästen stellen. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich und als Ersten, den wir euch vorstellen wollen, da ist jemand, der leidenschaftlicher Sportler ist. Und das setzt er sowohl in seinem Beruf als Sportlehrer als auch in seiner Freizeit um. Und er hat in diesem Bereich ganz viel mit Leistungsdruck zu kämpfen gehabt, aber auch genau in diesem Bereich ist Gott ihm ganz persönlich begegnet. Gemeinsam schauen wir jetzt den Teaser zum Video von Martin Doppelreit an und dann dürfen wir ihn live hier bei uns begrüßen. Es ist so, dass ich eine sehr, sehr ehrgeizige Person bin. Großes Ziel, Olympiasieger, Weltmeister und dem Ziel wird alles untergeordnet und da kann kommen, was will. Was ich einfach entdeckt habe, dass ich nicht muss, sondern dass ich einfach sein darf. Ich bin einfach angenommen. Herzlich willkommen, Martin. Hallo. Echt richtig cool, dass du da bist. Dankeschön. Freut mich wirklich sehr. Ja, Martin, ich starte jetzt gleich durch mit der ersten Frage. Und zwar, du, wie ich vorher schon gesagt hast, du bist ja Lehrer. Stimmt. Und mich interessiert, was dich so an deinem Beruf begeistert. Also erstmal danke, dass ich da sein darf und nur dazu der Erste da sein darf. Unglaubliche Ehre. Was begeistert mich an meinem Beruf als Lehrer? Ich muss dazu sagen, dass ich erst ganz jung ein Lehrer bin. Also ich habe jetzt erst im September angefangen. Deshalb blicke ich auf eine relativ kurze Geschichte zurück. Aber mich begeistert die Arbeit mit Menschen. Also ich bin wahnsinnig gern mit Menschen unterwegs, mit Kindern, die Begeisterung haben, die sehr begeistert sind. Und das steckt dann natürlich an. Und da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür und freue mich einfach jeden Tag, wenn ich in die Schule kann und die Kids wieder ein bisschen fordern darf und sie einfach gemeinsam mit mir da coole Sportstunden hoffentlich, also ich sage jetzt so, ich hoffe, dass die Schüler auch so geht. Ja, da bin ich mir sicher. Manchmal ist es ein bisschen zach, aber es Großteil ist cool. Genau. Sehr cool, cool, ja. Sehr gut. Martin, wir haben jetzt nur eine zweite Frage an dich und dann kommen eure Fragen dran, die ihr über menti.com stellt. Also nutzt die Chance, gebt den Code ein, den wir jetzt nochmal einblenden und stellt eure Frage, die wir nachher dem Martin stellen. Also Martin, die Kampagne, die heißt ja Gott ist mein Unterkämmer und es soll der Kampagne sein, die Menschen Hoffnung gibt. Also Martin, was bedeutet Hoffnung für dich persönlich? Wenn ich so über das Thema Hoffnung nachdenke, dann ist für mich da ist im ersten Korintherbrief wird da dieses Leben mit so einem Wettlauf verglichen
Und das begeistert mich irgendwie total, weil ich kenne das, ein Wettlauf oder ein Wettkampf, das dauert manchmal, ja, je nach Wettkampflänge, aber 2-3 Stunden. Und da geht man oft durch Höhen und Tiefen. Am Anfang fühlt man sich recht frisch, startet man raus und es geht voll super dahin. Und irgendwo kommen dann auch Punkte, wo es einfach extrem zart wird und da denkst du, pff, ich weiß nicht, ob ich das heute noch ins Ziel schaffe. Und irgendwo hat man aber trotzdem immer dieses Ziel vor Augen. Und das ist genau das, was dieser 1. Korintherbrief da in 1. Korinther 9, ich bin leider nicht ganz so, wie sieht manchmal mit Bibelstellen, aber da ist echt so cool, weil das kommt so cool aus, dass da im Endeffekt wir einen Wettkampf in unserem Leben laufen und wir haben ein Ziel. Und das ist genau das Ziel, ist bei Jesus zu sein. Und das ist genau meine Hoffnung in meinem Leben, weil ich weiß, dass einfach da nicht vorbei ist. Und ja, die Umstände gerade aktuell, es geht einfach echt drunter und drüber und ja, voll viele verschiedene Meinungen und was weiß ich alles los ist. Aber nichtsdestotrotz kann ich für mich sagen, habe ich eine Hoffnung in meinem Leben, dass es einfach trotz der Umstände einfach eher Ziel vor Augen habe. Und das ist einfach Jesus Christus. Und ich brauche keine Angst haben vor dem, was kommt. Ich brauche keine Angst haben vor meinem Tod auch, so hart das jetzt klingt. Ich habe Hoffnung in meinem Leben, dass es weitergeht. Ja, total stark, Martin. Also danke für die Antwort. Und uns ist schon eine erste Frage von Publikum eingegangen. Und zwar an dich wieder, Martin, natürlich. Also Martin, wie gehst du mit der Spannung von gutem Ehrgeiz und Leistungsdruck um? Wer hat diese knifflige Frage gestellt? Spannung zwischen... Gut, also nochmal kurz die Wiederholung. Spannung. Wie gehst du mit dieser Spannung zwischen einem guten Ehrgeiz, den sie aufbraucht, damit man was leistet, und zwischen dem Leistungsdruck um? Ist total ein schwieriges Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich selber in Situationen, wo ein extremer Druck auf mich lastet. Den Druck legt man sich ja meistens selber auf. Und in diesen Situationen war es bei mir immer, dass ich total drüber war. Also für mich ist es so, ich bin keine Person, die sich pushen muss oder so, die sagen muss, ich muss nur 110% geben, sondern ich muss mich eher ein bisschen überregulieren, dass ich sage, hey Martin, alles gut, es wird alles gut, bleib einfach du, tschüss ein bisschen und dann geht's los. Und da merke ich gerade, das hat auch einen Lernprozess gebraucht und da bin ich oft gescheitert drauf, weil ich oft dann mit voller Motivation und voll gebe ihm Gas und alles und dann bin ich rausgelaufen und mache Fehler, schmeißt es mir oder ich stelle mir einen Stecken irgendwie ein und ich denke mir so, was ist los? Und oft in dieser Ruhe irgendwie und da denke ich doch auch, da hat mir echt auch der Glauben irgendwie einen Halt gegeben, weil ich gesagt habe, hey Herr, gib mir da einfach auch eine Ruhe und dem und dann denke ich einfach, da habe ich viel lernen können und ja, glaube ich, kann das gewissermaßen so den Leistungsdruck auch oft ein bisschen gelassener dann sehen. Ja, super, Martin, genau, das denke ich auch. Die Maxi hat jetzt nur eine Frage an dich, die vom Publikum zu uns gekommen ist. Ja, auch mit so Leistungsdruck und so hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen, so oft auch der Zweifel, der dann kommt, so... auch wo du sagst, okay, ich habe jetzt Gott erlebt, aber habe ich Gott wirklich erlebt? So wirklich ein Zweifel, wie gehst du damit um? Ich lasse den Zweifel einfach in erster Linie einfach einmal zu. Das war für mich immer wichtig, dass es auch wenn es kacke läuft, dass ich, oder wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe oder ja einfach in meinen Augen schlecht war, dann darf ich das einfach einmal so stehen lassen und ich darf verzweifeln. Und ich habe auch oft die Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, hey Herr, was soll der Scheiß überhaupt? Ich rackert mir da komplett mein ganzes Leben aus und ich trainiere wie ein Viech und dann schaut überhaupt nichts dabei aus. Was soll das? Und das war für mich total wichtig, dass ich einfach den Zweifel auch zulasse, aber nicht in dem Zweifel stecken bleibe, sondern dann wieder nach vorne schaue und einfach die Hoffnung habe, hey, es geht wieder weiter. Aber es ist, finde ich, nicht richtig, dass man das immer von sich weiß, sondern dass man das echt auch zulässt. Und ich habe auch viel gezweifelt an mir selber eigentlich, aber ich habe nie aufgegeben in dem Ganzen. Also das denke ich doch, dass ich als Stärke sehe. Gell? Ja, und auch einfach authentisch sein, oder, in dem dann? Ja, absolut, absolut, ja, genau.
Genau, Martin. Also ihr habt ja gesehen, ganz, ganz viele Fragen kommen herein. Also die Zuschauer sind sehr interessiert an deinem Leben. Ich möchte da eine weitere Frage stellen. Martin, wie begleitet dich dein Glaube an Gott jetzt in deiner Arbeit? Macht das einen Unterschied? Wie macht das einen Unterschied? Mein Glaube. Also ich glaube, dass Gott mir eine Begabung geschenkt hat, und zwar, dass ich einfach Sport machen kann auf eine Art und Weise, auf eine motivierende Art und Weise, wie ich sie selber erlebt habe. Und ich glaube, dass ich diese Motivation in meiner Arbeit in der Schule an die Kinder irgendwie auch weitergeben kann. Und gerade so einfach auch, ich denke, auch so diese Gebete hin und wieder, wo ich echt sage, hey Herr, lass mich dort, wo ich bin, einfach auch ein Zeugnis sein und die Schüler einfach auch irgendwie erreichen. Und da geht es nicht nur immer um sportliche Sachen, sondern ich merke gerade so als Sportlehrer in einer Schule, da kommen ganz, ganz viele Situationen, wo Schüler vielleicht auch mal am Boden sind, wo Schüler nicht verstehen, dass sie verloren haben. Ganz banale Sachen. Und da denke ich einfach, da habe ich einfach durch meinen Weg, den ich einfach gegangen bin, mich Gott dazu geführt, dass ich einfach jetzt an dem Platz bin, wo ich ein Stück weit auch immer wieder meine Geschichte in die Kinder ein Stück weit ziehe, wo die einfach auch stehen vielleicht und wo ich dann einfach auch vielleicht aus meiner Vergangenheit und auch aus meiner jetzigen Situation, aus meiner jetzigen Lage einfach eine Perspektive geben kann und sie unterstützen darf. Ja, danke Martin. Also ich glaube, es ist total gut, wenn Lehrer den Kindern eine Perspektive im Leben vermitteln und Hoffnung schenken durch eine persönliche Geschichte. Maxi, du hast ja die nächste Frage genau, für den Martin. Zu mir ist schon die nächste Frage gekommen. Und zwar, ich finde es sehr persönliche Frage, und zwar, wann bzw. in welchen Situationen spürst du Gott? Ich muss ehrlich sagen, dass ich Gott eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, immer dann am meisten gespürt habe, wenn es mir eigentlich dreckig gegangen ist, weil ich dann erst in der Lage oder dann erst an dem Punkt war, wo ich selber gesagt habe, okay, ich kann es aus mir selber nicht mehr machen. Meistens dann, wenn ich richtig stark war und richtig gut war, habe ich oftmals das Gefühl gehabt, okay, du bist ja selber gar nicht mal so schlecht, du kannst es ja eigentlich ziemlich gut. Aber ich merke mehr und mehr, dass die Zeiten, wo ich echt am Boden war, also ich kann mich erinnern an ein Rennen, wo ich gelaufen bin und ich bin danach einfach weggelaufen. Ich wollte da gar nichts, da war meine Familie auch da zuschauen und ich wollte gar nicht mit ihnen reden, ich bin einfach weggegangen. Und ich bin dann dort ewig dahin gegangen und habe dann echt zu Gott, einfach auch mit Gott gerungen und gewarnt. Und das waren echt so Momente, wo ich ganz nah dran war und wo ich echt ehrlich war. Und das war einfach auch so der Punkt nachher. Die Ehrlichkeit im Austausch. Ich habe ihm einfach alles gesagt, was auf meinem Herz ist. Ich habe ihm echt alles gesagt und auch alles Leid und alles. Ja. Also würdest du sagen, Gott ist da in diesen Momenten dann besonders aufgetaucht? Besonders, ja. Ja. Voll. Mhm. Martin, wir haben schon die nächste Frage an dich. Und zwar finde ich sehr gute Frage. Martin, hättest du diese Hoffnung auch, wenn du sportlich nicht mehr aktiv sein könntest, zum Beispiel einen Unfall erlebst oder eine Krankheit kriegst, die es dir unmöglich macht, dass du weiter Sport machst? Vielleicht, um das jetzt einfach klarzustellen, ich bin nicht mehr ganz in dem Profisport natürlich drin, durch berufliche Sachen, und das ist jetzt auch eine private Sache, was ich einfach sehe. Es ist Familie daheim, ich habe einen 6-monatigen Sohn, auf den ich wahnsinnig stolz bin, und da merke ich einfach, in dieser Zeit haben sie ja ein Stück weit meine Prioritäten verschoben, und Herausforderungen kommen auch ohne Sport, und auch wenn jetzt
auch wenn jetzt Unfall oder so, weil das auch das Thema war, Unfall passiert. Ich habe mir die Frage übrigens oft gestellt, wie würde ich weitermachen, wenn ich irgendwo einen Unfall hätte? Und da habe ich mir schon ausgedacht, irgendwie, okay, ja, dann hole ich mir vielleicht so einen Rollstuhl oder so und dann kann ich mit dem voll weiter trainieren. Also dieser Trainingsgedanke und dieser Ehrgeiz, der war irgendwie immer da. Und also ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, dass du mich wahnsinnig challenged und wenn der Sportbereich einfach total wegfällt, aber ich weiß, wann das einfach, ich glaube, es ist auch nicht richtig, dass man das komplett irgendwie wegreißt, sondern ich denke einfach auch die Gelassenheit, was ich mittlerweile in dem sportlichen Bereich sehe, hat mir einfach schon gewaltig geholfen und da hat natürlich auch Gott und Jesus einfach so seinen Teil dazu beitragen, dass ich jetzt da sitze, wie ich sitze und ja genau, das so erleben darf. Ja, danke Martin für die ehrliche Antwort auf die Frage. Okay. Ja, vielleicht, wir brauchen nochmal eine ehrliche Antwort von dir. Nochmal. Ja, genau. Die Frage finde ich sehr spannend. Was heißt, dass es nicht vorbei ist, wenn du bei Jesus bist? Ganz, ganz einfach. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod und ich glaube daran, dass wir face-to-face mit Jesus in Berührung kommen, wenn es da mal vorbei ist auf dieser Erde. Und von dem bin ich einfach überzeugt. Ja. Sehr gut, danke. Also an mich ist jetzt eine Frage reingegangen, da steht, die hat ganz, ganz viele Votes nach oben. Also die Frage, warum glaubst du, dass Gott lebt? Krasse Frage. Warum glaube ich, dass Gott lebendig ist? Weil ich ihn lebendig erfahren habe und weil ich glaube, dass abgesehen von den Erfahrungen, die ich mache, es mein Leben, ich bin vielleicht, um das ein bisschen weiter auszuholen, ich tue mir manchmal mit dieser Frage, also ich bin 100% davon überzeugt, dass Gott einfach lebendig ist. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, wo Glaube von klar auf einfach eine Rolle gespielt hat. Und oft ist es total schwierig zu unterscheiden, was ist da irgendwie vielleicht auch manchmal drüber gestülpt worden und was ist wirklich auf deinem eigenen Herzen. Und ich glaube, du erfährst das erst dann, wenn du zum ersten Mal echt auf dich allein gestellt bist. Und da muss ich einfach auch an die Zeit zurückdenken, wo ich dann mit 14 in ein Internat gekommen bin. Und da war es dann echt so zum ersten Mal, wo ich echt gemerkt habe, okay, meine Eltern sind nicht da. An was habe ich jetzt, an was ich mich irgendwie festhalte? Und da war dann echt so, Herr, du bist doch noch viel mehr wie meine Eltern. Und da habe ich erfahren können, und das ist nach wie vor meine feste Überzeugung, mein Vater im Himmel kennt mich besser, wie ich mich selber kenne und kennt mich besser, wie mich meine Eltern kennen. Und diese Gewissheit zu haben in meinem Leben, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das einfach ein Moment war, oder wo ich es einfach verstanden habe, sondern ich glaube, das ist irgendwie so, das ist irgendwie so in mein Herz reingerutscht. Und ich habe das einfach angenommen. Ich habe einfach gesagt, ja, ich glaube das und in dem Glauben ist dieses Vertrauen einfach entstanden. Und das gibt mir total heute eigentlich in meinem Leben. Also nicht nur eigentlich, es gibt mir 100% heute in meinem Leben. Ja, danke Martin für die ehrliche Antwort. Ja, ich habe das Gefühl, ich kriege immer noch spannendere Fragen da rein. Aber das ist eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Menschen beschäftigt und das hat auch was mit Identität zu tun. Du hast vorher gesagt, in deinem Beruf hast du oft mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die am Boden sind, weil sie was oder die einfach, ja, einfach traurig sind, weil sie verloren haben. Und das ist ja oft so eine Niederlage, die man erlebt. Wie gehst du mit Niederlagen in deinem Leben um? Ein Stück weit habe ich es vielleicht vorher eh schon kurz mal angesprochen, aber grundsätzlich ist es ähnlich wie mit dem Zweifel. Also wenn eine Niederlage da ist oder wenn ich einfach scheitere, dann darf ich das einfach einmal zulassen und einfach mal sagen, okay, ich bin gescheitert und es ist einfach brutal nervig. Aber dann ist es doch irgendwie so wieder
dieses Aufraffen und einfach sagen, hey, es geht einfach wieder weiter. Und das gibt, ja, das ist einfach so meine Art und Weise, wie ich mit Niederlagen umgehe. Ja. Also die Hoffnung einfach zu haben, dass es weitergeht, oder? Das genau. Ist schon, ja, vielleicht haben wir ein wenig Zeit, oder? Nein, nicht mehr so. Ein bisschen Zeit. Ganz kurz. Ich habe ja, damit ich meinen Beruf als Lehrer ausüben kann, habe ich dieses Lehramtsstudium gemacht und habe unter anderem da eine Aufnahmeprüfung gebraucht. Und zwar war diese Aufnahmeprüfung in Sport und ich komme ja aus dem Langlaufsport und bin da sehr viel als Leistungssportler unterwegs gewesen und habe sehr, sehr viel trainiert und habe mir gedacht, okay, ich gehe da jetzt hin. Und diese Aufnahmeprüfung für mich wird ein Klacks. Also da denke ich mir nicht viel dabei. Schon vorbereiten, so wie das halt immer, aber das muss schon irgendwie gehen. Und ich gehe dorthin und da ist eine Disziplin dabei, die heißt Kugelstoßen und die hat mich echt sehr herausgefordert. Und zwar bin ich einfach daran gescheitert. Also ich habe es einfach nicht geschafft. Nicht nur beim ersten Mal nicht geschafft, nicht nur beim zweiten Mal nicht geschafft, nicht nur beim dritten Mal nicht geschafft, sondern erst dann, glaube ich, beim vierten oder fünften Mal geschafft. Und das war für mich eine derartige Niederlage, wo ich mir echt gedacht habe, Martin, wie schwach kann man sein, dass man sein Leben lang trainiert und dann diese Sportaufnahmeprüfung nicht schafft. Aber nichtsdestotrotz hat mich der Mut nicht verlassen und ich bin dran geblieben und ja, und jetzt bin ich Sportlehrer und es ist wunderschön und da merke ich auch wieder, war es für mich eine brutale Schule, dass ich einfach dranbleibe. Und das ist schon sehr oft in meinem Leben eigentlich vorgekommen, dass ich einfach irgendwo dranbleiben habe müssen und ehrgeizig das Ziel weiter im Blick halten. Und, ja. Gut, ja. Gut für deine Schüler, dass du da durchgekommen bist durch die Prüfung. Da müsst ihr die Schüler fragen, nicht immer mich fragen. So wie wir die bis jetzt kennengelernt haben, zumindest, okay. Glaube ich, deine Schüler können sehr dankbar sein, dich als Lehrer zu haben. Schauen heute ein paar von deinen Schülern zu? Ich hoffe. Nein, ich weiß nicht. Die Schüler sind noch, vielleicht sind die schon im Bett, 20 oder 23, die sind erst 11, 12. Mhm. Aber nein, glaube ich nicht. Heute ist Wochenende, die werden sicher noch munter sein. Ja. Okay, Martin, eine Frage haben wir noch für dich. Wie hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass du deine aktive Karriere als Leistungssportler beendest? Und war diese Entscheidung schwer für dich? Da war kein Punkt da, dass ich die aktive Karriere so beendet, sondern es war eher so ein fließender Übergang. Ich muss da jetzt auch ehrlich sein, ich bin nach wie vor so, dass ich ein Team bin, das auf verschiedene Volkslangläufe in Österreich und auch in Deutschland unterwegs ist und bin da nach wie vor im Einsatz. Aber es hat sich einfach so entwickelt durch das Studium, durch die Hochzeit mit meiner Frau, durch Familie, haben sich einfach gewisse Komponenten in meinem Leben einfach auch entwickelt, wo ich merke, Es wäre derzeit auch nicht die Ressource da, dass ich 20 Stunden oder mehr in der Woche dem Sport opfere, sondern dass ich einfach andere Prioritäten habe. Aber das nicht heißt, dass ich jetzt unsportlich bin, sondern nach wie vor einfach auch einen gewissen Trainingspensum habe in der Woche, aber natürlich nicht mehr auf dem Level, wie es einmal war. Aber es fühlt sich trotzdem gut an und Ich genieße es. Ich habe die Freude nie verloren an dem, was ich gern mache. Genau. Und das ist einfach Gas zu geben. Ja, danke. Dankeschön. Danke, Martin, dass du dich da den Fragen so gestellt hast. Und es ist richtig, richtig cool, dir zuzuhören. Und ja, leider ist unsere Zeit mit dir schon vorbei. Und wir könnten ja noch lang weiterreden, finde ich. Und ich möchte mich einfach bedanken auch für die Fragen, die da reingekommen sind. Sie sind richtig cool und echt starke Fragen. Aber Martin, wir dürfen dich jetzt verabschieden und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja, danke Martin fürs Interview. Danke. Und wir wollen euch jetzt die Band Solarjet vorstellen mit René und Sabrina. Und wir haben noch einen besonderen zusätzlichen Act für euch eingeladen, und zwar die Poetry Slammerin Helene Ziegler wird mit Ihnen gemeinsam auftreten und Sie werden jetzt gemeinsam für uns was performen.
Du wachst auf, aber dein Körper schläft weiter. Deine Arme fühlen sich wie taub und es ist zu laut, um deine eigenen Gedanken zu verstehen. Du bist schon zu weit weg, um wieder zurück nach Hause zu gehen und dabei hast du längst vergessen, wen du denn eigentlich suchst. Du weißt ja noch nicht mal, wer du selber wirklich bist und alles, was du siehst, ist irgendwie trieb. So als wären deine Augen innerbeig anglaffen, irgendwie beschlagen, einfach miert und überlastet von dem wochenlangen Plan. Und es herrscht nicht auf. Geh damit blinzeln nicht weg, ist wie ein böser, böser Traum, aus dem dich leider keiner weckt. Und alles, was du denkst, steckt fest, irgendwo in deinem Kopf, findet aber nicht den Weg heraus an die Luft. Und es fühlt sich so an wie Atem anhalten, unglaublich lang, solange, dass es schmerzt und deine Lungen sich herzzerreißend nach Sauerstoff sehnen. Aber es ist so dunkel, dass wir nicht just nur die eigenen Haxen sehen und deswegen bist du längst stehen geblieben. Es wurde Abend und es wurde Nacht. Nur hat dann nie mehr wer das Licht angemacht. Und du selber kannst nicht mehr. Kannst nicht mehr tun, als dich zu fügen und versuchen noch ein, zwei, drei Mal einzuatmen. Nur um den Atem danach wieder anzuhalten. Wozu denn noch 3, 4, 5 Mal die Augen schließen, um dann doch jedes Mal im Dunkeln wieder wach zu werden? Aber sieh doch mal hoch zu den Sternen. Wie groß bist du? Du bist groß genug, um sie zu sehen. Nur hast du die Sicht verloren, hast deinen Blick abgewandt, bist erblindet durch all deine Sorgen. Aber bleib nicht stehen. Fang an zu malen. Fang an zu reden, fang noch einmal ganz von vorne an zu leben. Ich weiß, dir schmerzen beide Füße, aber hör bitte nicht auf zu gehen. Denn nur weil wir nichts sehen, heißt das nicht, dass da nichts ist. Und es gibt Licht, welches sich legt in die tiefsten und dunkelsten Stellen von unseren Seelen, welches heilt und in der Dunkelheit nicht schweigt. Und es ist egal, wie weit weg du von dir selber bist. Es ist egal, wie tief du gerade gefallen bist. Und es ist egal, wie dunkel es dort ist. Mach einfach das Licht an. Und wenn es dich niederdrückt, dann stemme dich mit all deiner Kraft nach oben zurück und richte deinen Blick zum Himmel hinauf. Ich weiß, es tut erstmal weh, aber glaub mir, es zahlt sich aus. Mach die Augen einfach auf und mach das Licht an. Mach das Licht an. Lohnt sich immer. Und
wenn ich Verstecken spiel. Machst du einfach das Licht an, wenn ich das Licht verliere. Machst du das Licht an, ich strahl so hell, treib Blindheit aus. Du hörst mal weh, doch es zahlt sich aus, wenn es dunkel wird. Licht an, wenn ich die Sicht verliere. Machst du das Licht an? Ich strahl so hell, treib Blindheit aus. Erstmal weh, doch es zahlt sich aus, wenn es dunkel wird. Licht an, Licht an. Ja, sehr gut. Danke an Solarjet. Ihr dürft zu uns ins Wohnzimmer kommen. Da, du darfst dich da auf meinem Platz sitzen. Ciao. Aber da lässt du das Mikrofon nehmen. ja, herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Die Helene verabschieden wir für heute schon. Die kommt morgen aber wieder. Das heißt, wenn ihr Fragen an die Helene habt, dann schaltet einfach morgen wieder ein, weil morgen ist sie bei uns zu Gast und stellt sich auch euren Fragen. Ihr dürft euch gern was zum Trinken nehmen, René, Sabrina. Also herzlich willkommen. Also super, dass ihr gekommen seid. Also wir freuen uns auf alle Fälle mega, dass ihr da seid. Ihr habt euch auch bereit erklärt, euch unserem Interview zu stellen, beziehungsweise den Fragen des Publikums, die über Menti reinkommen. Also nochmal herzliche Einladung an euch, die im Stream zuschauen. Ihr könnt wieder auf menti.com gehen und den Code eingeben, der jetzt nochmal eingeblendet wird. Und könnt da eure Fragen eingeben, die ihr gerne René und Sabrina stellen wollt. Ja, ich nutze gleich die Chance und stelle euch mal eine Frage. Und zwar, ihr seid ja beide leidenschaftliche Musiker. Das hat man jetzt gemerkt. Aber was begeistert euch an der Musik so? Musik ist einer der intensivsten Momente, wo man Selbsterfahrung erlebt. Also durch die Musik muss ich mich unbedingt mit mir selber auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung mit mir selbst gibt mir erst die Möglichkeit, dass ich mein Gegenüber verstehe. Also durch Musik verstehe ich und durch Musik verstehe ich du. Und das begeistert mich, also das ist manchmal auch sehr beängstigend, aber die meiste Zeit ist es irrsinnig bereichernd und das macht mich aus. Also ihr könnt meine Familie, meine Freunde fragen, ich bin nicht denkbar ohne Musik. Ja. Ja, das ist bei mir ähnlich, glaube ich. Und übrigens mal danke für die Einladung. Gell? Voll schön im Wohnzimmer, dass man heute noch einmal zusammen sitzen darf. Gemütlich, gemütlich. Bei mir ist es so irgendwie voll arg, weil ich finde die Musik, das ist, war immer schon so ein Platz, wo ich mich irgendwie verstanden gefühlt habe, ohne Worte. Also oft ist so, ich bin halt Songwriter, das ist mein Beruf, das ist mein Herz und ich merke oft, wenn ich was schreibe, dann verstehe ich am Ende viel mehr, was ich eigentlich so denke. Also wenn ich den ganzen Tag da sitze und über mich nachdenke, weil ich immer nur, weiß ich nicht, komme nicht so viel raus, dann schalte irgendwo Netflix ein und schalte ab. Aber wenn ich es schreibe, dann verstehe ich mich selber. Eben wie die Sabrina gesagt hat, ich verstehe das, was rundherum passiert. Und ja, ich finde halt Musik, das ist, was die Stärke von Musik ist, ist, du kannst auch anderen durch die Musik Sachen sagen, die im Gespräch vielleicht schwer auf den Punkt zu bringen sind. Ich finde, die Musik schafft so einen geschützten Konversationsrahmen über Sprache und Grenzen hinweg.
Ja, danke René, Sabrina für die gute Antwort. Und die Frage, die wir Martin gestellt haben, die stellen wir übrigens allen unseren Gästen, weil wir Gottes Montagkämme ist ja eine Hoffnungskampagne, soll ja Menschen Hoffnung geben in einer Zeit wie dieser. Und was bedeutet Hoffnung für euch ganz persönlich? Ich finde, Hoffnung ist ein extrem großes Wort. Also ich habe echt viel auch über das nachgedacht, was Hoffnung eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, was mich so fasziniert auch am christlichen Glauben ist, dass man hört ja von klein auf, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber in der Bibel gibt es einen Vers, wo steht, dass die Hoffnung nie stirbt, sondern dass Hoffnung am Ende das ist, was bleibt. Und für mich ist es so, ich habe mich eigentlich so gefragt, was hoffe ich eigentlich? Worauf hoffe ich eigentlich so? Und ich glaube tatsächlich, dass meine Hoffnung ist, dass eines Tages alles in Ordnung sein wird. Und das meine ich jetzt gar nicht so Flower Power, Love, Peace und so, alles wird super, weil wenn wir halt so rausschauen, es ist nicht so viel super, gerade jetzt. Also unsere letzten 2 Jahre als Musiker waren mehr daheim sitzen als sonst irgendwas, weil wir einfach keine Konzerte geben haben können. Das ist nicht schön, das ist nicht super. Aber einfach, ich glaube, dass dieser Urzustand, das heißt philosophisch, so dass wir Menschen ja für einen Grund geschaffen sind. Und dass wir Menschen nicht geschaffen worden sind, um uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und um mit unserem Gegenüber nicht zu können und zu streiten und Beziehungen auseinanderzutreiben und was weiß ich. Ich glaube, dass das nicht der Plan war. Und meine Hoffnung ist, dass eines Tages das, was wir verloren haben, diesen Grund, warum es uns eigentlich gibt und diese tiefe Erfüllung, dass wir als gesamte Menschheit dort wieder hinkommen. Das glaube ich und das hoffe ich. Und das ist vielleicht groß und idealistisch, aber es gibt so ein Buch, das heißt Bibel, da steht drin, dass das eines Tages so sein wird und das gibt mir Hoffnung. Ja, danke René. Sabrina, magst du noch was hinzufügen? Das lässt sich auch sehr gut zusammenfassen in dem alltagssprachlichen Gebrauch von, wenn man sich so eine kleine Situation, also ganz eine unwichtige vielleicht möglicherweise auf Dauer gesehen Situation vorstellt und man hat eigentlich eine kleine implizite Hoffnung und die wird dann erfüllt und man sagt, ach Gott sei Dank, Gott sei Dank ist das jetzt passiert. Da braucht man gar nicht wirklich an Gott glauben, aber das rutscht dann so raus, Gott sei Dank. Das, was dahinter steht, ist, glaube ich, dieser implizite Glaube an eine Fügung, an etwas, das ist tatsächlich passiert ist, weil jemand das wollte für dich, weil jemand tatsächlich auf dich schaut. Und in einer Zeit von sehr viel Ungewissheit und sehr viel Zweifel ist es aber eine sehr gesunde Sache in erster Linie. Aber es ist eine gesunde Sache, wenn wir denken und glauben, dass es Fügung gibt. Und auch, nicht nur, aber auch deswegen will ich das glauben, weil es positiv ist und weil es richtig ist, zu glauben, dass jemand da ist, der Gutes für uns will. Und das ist Wahrheit. Ja, jetzt kommen schon die Fragen rein, das ist richtig cool. Eine Frage, gerade weil wir vorher auch mit Martin über Leistungsdruck geredet haben. Ihr steht sehr oft auf einer Bühne oder ja, und ihr präsentiert euch ja oft vor anderen Leuten und da kommt wahrscheinlich nicht immer nur Lob, sondern oft Kritik. Wie geht es ihr mit dieser Kritik um oder auch mit dem Leistungsdruck, der dann entsteht? Sehr gute Frage. Ich werde immer nur gelobt. Ich habe nur Fans in meinem Leben. Deswegen kann ich die Frage nein, Blödsinn. Also von mir. Blödsinn. Nein, also das ist schon echt krass. Ich glaube, dass auch viele Künstler daran zerbrechen, tatsächlich, an diesem Druck. Es gibt so dieses Zitat, oder ich glaube, in der Biografie von Falco, falls ihr den Film gesehen habt, da ist so krass, der war Platz 1 in Amerika. Und dann treffen sie sich so im engen Kreis und sie sagen ihm das und sagen, hey, du bist Platz 1 in Amerika. Und er hat sich nicht gefreut, sondern er ist in ein tiefes Loch gestürzt, weil er gesagt hat, wie soll ich da jetzt nachlegen? Weil auf einmal die Latte so hoch war. Und das kennen wir tatsächlich ja, weil wir waren die letzten 2 Jahre war für mich Pause-Taste, eigentlich irgendwann vor 2020, da waren wir für 9 Wochen in den Top 10 bei uns und das war so cool und plötzlich laufst überall im Radio und das geht alles nach oben und mehr Konzerte und mehr Menschen, die deine Musik hören und feiern
Und da haben wir das aber auch gespürt, irgendwie diesen, okay, was ist, wenn der nächste Song nicht so funktioniert? Wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das kommt alles zurück auf die Identitätsfrage, auf das Wissen, wer bin ich, wenn das niemand gefällt und wenn das keiner mag. Und ich glaube, das ist in jedem Bereich so, nicht nur in der Musik. Und für mich war es tatsächlich lang so in meinem Leben, dass ich für die Musik gelebt habe. Und wenn das dann einmal nicht mehr funktioniert, dann muss ich fragen, für was lebe ich jetzt noch? Und ich glaube, an dem Punkt scheitern viele und deswegen ist er leider auch dieser Club 27, der ist ja voll berühmt, das ist die Musiker, die mit 27 abtreten, weil sie es nicht mehr aushalten. Aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, wer bin ich, wenn die Musik verhallt? Und ich bin da dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht mehr für die Musik lebe, sondern die Musik für mich. Und das ist, glaube ich, sehr schön zu wissen, dass Musik etwas Schönes für mich und für die Menschen ist, aber nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, das ist richtig schön. Sabrina, willst du noch was dazu sagen? Ich denke, dass es in der Musik halt doch auch wirklich sehr prekär ist, dieses Thema von Leistung oder Leistungsdruck, weil Musik und Kunst sehr eng zusammenhängt mit Verletzlichkeit und sich selber authentisch und verletzlich zu zeigen. Das kann jetzt, ich glaube, beim Leistungssport ist das sicher noch ein bisschen was anderes, aber das kann ich sagen, das ist eine große Herausforderung. Man zeigt sich sehr nackt und gibt auf eine Art und Weise alles, wie vielleicht jemand anderer das sagen würde, ja, das ist jetzt nicht eine gute Leistung, aber es ist die Art von Verletzlichkeit, die ich als künstlerisch empfinde möglicherweise. Und das dann bewertet zu bekommen von außen, deswegen ist es einfach irrsinnig wichtig für sich selber zu bewerten, was ist Erfolg für mich. Und sage ich mir immer wieder, es gibt die schönsten Konzerte, die schönsten künstlerischen Momente hatten wir vor 15 Leuten oder so in einem Wohnzimmer und es war zauberhaft und die Stimmung war wertschätzend und wunderschön und das war für mich Erfolg. Aber das ja, liegt immer im Auge des Betrachters. Ja, danke Sabrina für die Antwort, danke René. Jetzt eine Frage, ihr habt schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen tiefer gehen. Also wie verbindet euch die Musik untereinander? Und dann auch noch, wie verbindet euch die Musiker mit Gott? Sehr nice Frage. Also uns zwei trennt die Musik voll oft, weil wir so unterschiedlich sind, was unser Musikgeschmack angeht. Aber ich glaube, dass das tatsächlich unseren Sound ausmacht. Dass wir uns da durchkämpfen und durchfighten und reiben. Und ich finde mal, ich lerne voll viel, dadurch mit der Sabrina an Musik zu arbeiten. Und wir haben dann angefangen, unsere Tage so einzuteilen in Arbeitszeit und in Ehezeit. Und die Sabrina erzählt mir dann beim Abendessen, wie deppert ihr Arbeitskollege heute war, also ich. Aber ich bin nicht angegriffen, weil ich kenne den Typ ja nicht. Also wir sind da komplett gespaltene Persönlichkeiten. So verbindet uns die Musik. Also während wir zusammen Musik machen, da kann es schon echt reiben. Das verbindet uns. Am Ende verbindet es uns, wenn wir den Mittelweg finden, aber der ist schwer und weit. Aber ich glaube, es gelingt uns mittlerweile recht gut. Im Ursprung hat es uns vor allem verbunden, durch die Musik haben wir uns kennengelernt und diese Hassliebe hat schon eine lange Geschichte zwischen uns zwei, aber ja, wir haben uns mehr oder weniger auf der Bühne kennengelernt und definitiv eine Verbindung da, aber ich finde auch dieses Reibende oder das, was uns trennt, diese Energie eigentlich spannend und wichtig für einen kreativen Prozess, insofern bin ich sehr froh. Was mich an der Musik so verbindet mit Gott, es gibt keinen Ort, wo ich mehr das Gefühl habe, Gott zu verstehen, also wenig Orte, als in der Musik. Und jetzt meine ich gar nicht in Musik hören oder performen, sondern wirklich im Schreiben. Weil das Krasse ist, der erste Vers in der Bibel ist, am Anfang schuf Gott. Er schuf, er ist Schöpfer, das ist der erste Charakterzug, den er uns zeigt. Und wenn ich aus nichts, da ist nichts, da liegt eine Gitarre oder ist ein Blatt Papier, und aus nichts etwas zu schaffen, ein Song, das ist für mich in sich sowas Göttliches. Und da verstehe ich, glaube ich, mehr, was es heißt, Ebenbild Gottes zu sein, diesen Schöpfergeist, den er uns geschenkt hat, dass wir, wie der Martin vorher gesagt hat, er will immer mehr Leistung. Und bei mir ist das so, ich will diesen guten, sehr guten Song haben.
Und ich sehe zum Beispiel den ganzen Schöpfungsbericht, so diese sechs Tage und Ruhe, das ist für mich, ist das ein Songwriting-Prozess. Es ist wirklich so, du machst was, es ist gut, ist auch gut, ist auch gut, ist auch gut, aber es ist noch nicht sehr gut. Und dann ist sehr gut und jetzt können wir einen Tag chillen. Und so fühle ich mich verbunden mit Gott im Songwriting. Genau, so es verbindet mich irgendwie. Absolut, dem kann ich nichts hinzufügen. Also sind wir uns doch einig musikalisch. Schön. Danke, danke, dass ihr uns zusammenbringt. Ja, gerne. Eine Frage, die da, finde ich, sehr gut dazu passt. Ich meine, unsere Kampagne steht ja unter dem Motto, Gott ist im Unterkämmer, also Gott ist überraschend aufgetaucht. Wie und vor allem wann habt ihr Gott erlebt? Also das ist eine sehr, sehr persönliche Frage, aber mir ist Gott untergekommen in einer Zeit, wo ich Menschen von mir weggewiesen habe und wo ich eigentlich sehr isoliert und einsam war, weil ich gelernt habe, dass Menschen mich nur enttäuschen. Und in dem Moment ist mir Gott so nahe gekommen, auch emotional, ich habe das richtig gespürt. Und ich habe gewusst, das ist ja voll arg, dass der nicht Angst hat, dass ich ihn wegschiebe. Er bleibt da und er ist nachend bei mir und er fürchtet sich nicht davon und ich brauche mich auch nicht davor fürchten, dass ich ihm zuverlasse. Das war eine sehr, sehr emotionale Sache in Wirklichkeit für mich und voll schwer in Worte zu beschreiben. Das ist mehr eine emotionale Sache. Bei mir war das immer so, also ich glaube, ich habe Gott oder ich beziehe es auf Gott echt oft erlebt und er ist mir untergekommen, aber dieses wirklich, dieses Überraschende ist für mich immer in diesen Momenten, wo ich mich am weitesten entfernt fühle von irgendwas, was vielleicht mit Gott zu tun hat. Und ich bin halt nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder sonst was, sondern mein Gottesbild war, ja, du gehst einmal im Jahr, das war in der Schule noch, im Religionsunterricht, du gehst beichten einmal im Jahr und dann bist du wieder safe. So. Aber Gott mag, also mein Bild von Gott war, der mag mich eigentlich nicht, der mag mich nicht so gern. Und wenn ich dann merke, ich fühle mich voll weit weg von Gott, ich mag mich selber nicht, dann diese leise Stimme zu hören, die mich bei meinem Namen ruft und sagt, hey, ich mag dich. Weil ich finde, ich mag dich ist in Bezug auf Gott viel deeper als Gott liebt dich. Weil Gott liebt dich, das ist so universell, so allgemein und das glaubt, ich glaube, da muss man nicht großgläubig sein, dass man das glaubt, dass Gott eigentlich liebevoll ist. So. Glaubt auch nicht jeder, aber das ist eher noch was man annehmen kann, aber dass Gott zu mir sagt, hey, mag dich, so wie du bist, das ist für mich, wo man unterkommt und dann weine wie ein kleines Kind und dann so ist gut. Schreibe ich ein Lied. Sehr gut, es gibt noch ganz viele weitere gute Fragen und Anja, und ich glaube, das ist die letzte an euch, die möchte ich euch noch stellen. Und zwar, Musik ist für mich das Größte nach Gott, schreibt er. Wer? Wie seid ihr zur Musik gekommen? Da bin ich nicht drumherum gekommen. Also das, die Musik hat mich gefunden und ich habe die Musik gefunden und es war einfach eine Art und Weise, mehr als nur mit Worten zu kommunizieren, die ich immer schon gewertschätzt habe. Also ich habe sobald ich schreiben habe können, also mit 7 habe ich meine ersten Lieder geschrieben und aufgeschrieben. Also das Songwriting war immer schon, das ist so ein Teil von mir, dass ich mir das gar nicht weg vorstellen kann. Also ich habe schon eine sehr musikalische Familie, die haben mich in dem sicher auch unterwiesen und irgendwie wächst man dann auch damit auf. Aber ja, es war so eine ganz spezielle Sache mit mir und der Musik. Ja, bei mir war es so, dass mein Papa war Musiker vom Beruf, also auch sehr erfolgreich. Und für mich war das normal, dass mein Dad auf Tour fährt. Also nicht, dass der in der Früh in die Arbeit geht und auf Nacht heimkommt, sondern er ist jetzt einen Monat auf Tournee und dann kommt er wieder. Und das war so, das habe ich von klein auf gekonnt und ich habe eigentlich mit 5 gewusst, dass ich das auch werden will. Jetzt bin ich es immer noch. Ja, so gute Antworten, die ihr gebt. Und danke dafür, dass ihr die Fragen beantwortet habt. Und jetzt hören wir nochmal was von euch. Welches Lied spielt ihr jetzt noch als zweites Lied bei uns? Jetzt gibt es unsere aktuelle Single,
die heißt Damals. Dürft ihr euch gerne anschauen auf YouTube. Sehr lustig, wir sind ein bisschen durch die Zeit gereist. Mhm. Mehr sage ich dazu nicht. Aber es geht um eine Zeit vor Lockdowns und Masken. Also. Sehr gut. Ja, danke auf alle Fälle fürs Dabeisein und wir freuen uns jetzt nur auf das Lied Damals. Sehr danke. Gerne. Zeit, Zigaretten, Clubplan kippen, raus mit Freunden, bis spät im Block verstecken, spielen. Hey, weißt du noch, Cheesy Eyes und Backstreet Boys, Sailor Moon und Mila Sanke, Santa Shock. Blaue Jeans werden dünn, so wie die Flecken am Knie. Auf der Bank hinterm Hof, am Gameboy Tetris spielen. Super Soaker, nass gespritzt, nahm in den Baum gerissen. Und nicht zurück zu anderem, das Konfetti-TV. Damals war's nicht so kompliziert und vor uns lag einfach die ganze Welt. Hol den DeLorean, lass uns auf Zeitreise gehen. Räuber und Gendarm spielen, wieder wie damals. Serie aufnehmen, Bleistift in Kassetten, Festnetz, Telefonie im Kino Aladdin. Und zwar der Zeichentrick, nicht der eine mit Will Smith. Ich kenn den schon so lang, da war der noch ein Prinz. Denn damals war's nicht so kompliziert und vor uns lag einfach die ganze Welt. Hol den DeLorean, lass uns auf Zeitreise gehen. Räuber und Gendarm spielen. Wieder wie damals. Damals war's nicht so kompliziert und vor uns lag einfach die ganze Welt. Hol den DeLorean, lass uns auf Zeitreise gehen. Räuber und Gendarm spielen. Wieder wie damals. Schau mir die Bilder an, von wie es früher war. Erinnere mich daran, wär's gestern, unsere Sorgen waren Mario Kart Bananen Show. Damals war's nicht so kompliziert und vor uns da einfach die ganze Welt. Hol den DeLorean, lass uns auf Zeitreise gehen. Wieder wie damals. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr zu uns gekommen seid. Danke fürs Performen, richtig cool. Ja, und jetzt dürfen wir den zweiten Gast vorstellen, die auch ein Video gemacht hat mit dem Thema Gott ist mein Unterkämmer. Ja, sie hat Gott auch in einer ganz besonderen Situation erlebt. Und wir schauen jetzt gleich in die Geschichte rein und schauen uns den Teaser an. Vergesst nicht, ihr dürft auch dieser Person, der Maria, die Fragen stellen, wenn ihr welche an sie habt. Der Menti-Code wird wieder angezeigt. Und genau, ich würde sagen, wir schauen uns den Teaser jetzt mal an. Es kam sogar dann jemand mit einem Geigerzähler und der hat ausgeschlagen und da muss ich sagen, da ist mir wirklich Angst und Bange geworden. Die
Kinder dürfen nicht mehr in den Sandkasten. Meine Sicherheit ist weggebröckelt. Was wird da mit unseren Kindern sein? Maria, danke, dass du auch zu uns gekommen bist und dich den Fragen stellst. Also herzlich willkommen da bei uns. Maria, du bist ja inzwischen schon pensioniert, wenn ich richtig informiert bin. Was machst du denn jetzt so gern in deiner Freizeit? Ich möchte mich zuerst einmal bedanken für die Einladung. Es ist wirklich cool, da zu sein, weil so viele junge Leute da sind. Da fühle ich mich gleich noch jünger. Und danke, dass du Pension gesagt hast und nicht Ruhestand, weil das Wort mag ich gar nicht, das passt nicht zu mir. Siehst du, ich die Frage verstanden, vergessen. Was machst du in deiner Freizeit so gern? Was ich besonders gern tue, denn das ist wirklich eine Leidenschaft, ich bin gern in der Natur, ich bewege mich gern in der Natur. Also das ist jetzt, wenn der Winter vor der Tür steht, Skifahren, Skitouren gehen, Langlaufen im Sommer, Bergtouren und Wandern. Ja, alles, was draußen ist, das begeistert mich. Ja, sehr gut. Und da hast dann du zumindest mit deinem Hobby in den letzten 2 Jahren nicht unendlich viele Einschränkungen gehabt. Das stimmt. Das ist ein Vorteil. Maxi, ja. Du hast die nächste Frage für die genau. Maria. Maria, wir haben jetzt gehört in dem Teaser, dass du sagst, meine Hoffnung ist weggebröckelt. Mhm. Und mich interessiert jetzt, was bedeutet Hoffnung für dich eigentlich? Also grundsätzlich einmal ist für mich Hoffnung ein positives Lebensgefühl. Und das hat was mit Zuversicht zu tun. Aber Hoffnung ist etwas, was ich nicht aus mir heraus produzieren kann. Die Hoffnung, sage ich einmal, die wurde mir geschenkt. Und das ist eine Quelle. Und die Quelle ist Jesus, ist Gott, ist der Heilige Geist. Und für mich ist es auch die Bibel. Also aus der Bibel schöpfe ich Hoffnung, weil die Bibel hat unglaublich viel zu bieten. Also sie hat jegliche Ermutigung und tröstet mich, wenn ich es brauche. Sie gibt mir Orientierung. Aber was ich auch dazu sagen muss, Hoffnung heißt nicht, dass ich nicht einmal Zweifel habe oder dass ich einmal Angst habe oder dass ich einmal am Boden liege oder ja, vielleicht einmal nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Aber der Unterschied ist, wenn ich Hoffnung habe, bleibe ich nicht in dem Zustand. Das heißt, ich setze mich in Bewegung. Und das Gute ist, dass jemand an meiner Seite ist. Und das ist Jesus und das ist der Beistand, das ist der, der mich einfach an die Hand nimmt und sagt, okay, Maria, jetzt gehen wir. Und ich habe es so erleben dürfen in meinem Leben. Ja, bin sehr dankbar für das. Ja, ich find bei deiner Story hört man das dann so richtig raus. Also auch, dass du bist nicht alleine. Also so wie du jetzt beschrieben hast, das in deiner Geschichte hört man das oder spürt man das so richtig, dass du echt davon überzeugt bist. Richtig cool. Maria, es sind schon Fragen von den Zusehern zu uns gekommen. Und eine Frage, die gestellt worden ist, was bedeutet nicht nur Hoffnung für dich, sondern was bedeutet das, Frieden zu haben für dich? Mhm. Frieden ist für mich ein Zustand, wo ich... Vielleicht, wo ich vorher, wo alles so durcheinander ist, ja, wo ich nicht vielleicht weiß, wie es weitergeht oder wo ich plötzlich ein Gefühl habe, das ist ganz schwer eigentlich zum Beschreiben, aber Friede ist schon auch für mich eine Person. Ja, das hängt wieder mit Jesus zusammen. Und das kann sein, auch wenn die Umstände noch so schwierig sind. Also ich nehme mir halt nachher einfach die Zeit, sitze mich hin. Und ich bin eine Tagebuchschreiberin und schreibe mir einmal alles so von der Seele, wie ich es ja im Video sage. Und mit diesem Schreiben ist schon mal ganz viel Stress weg. Und das Schöne ist ja, dass wenn ich das Gott alles sage, weil ich klage ja oft in meinen Tagebüchern,
Und dann antwortet Gott. Und da kann oft nur durch einen Impuls, durch ein Bibelwort oder irgendwas einfach wieder so eine Ruhe ein, da kehrt der Friede ein. Und dann, ja, dann kann ich mich entspannen und wenn wir heute schon hören, dann habe ich wieder Hoffnung. Ja, danke für die Antwort. Vielleicht sollte ich ja Tagebuch schreiben anfangen. Ja, das kann ich nur raten. Maxi, hast du eine weitere Frage für die Maria? Und eine sehr spannende sogar, sehr persönliche Frage, finde ich. In deinem Video erzählst du ja auch, dass du Gott erst in einer gewissen Situation kennengelernt hast und somit dann auch die Hoffnung kennengelernt hast von ihm. Und warum ist die Hoffnung, die du jetzt hast, anders als die, die du zuvor hattest? Ist die Hoffnung, die ich zuvor hatte, immer die Hoffnung, ich sage einmal, wenn du das jetzt auf das anspürst, dieses Ereignis, wodurch ich jetzt eigentlich zum Glauben gekommen bin, ja, das war ja dieser Reaktorunfall von Tschernobyl, also da habe ich mir über das überhaupt keine Gedanken gemacht. Das Leben ist einfach so gelaufen. Das war kein Thema nicht. Ich habe klar gewusst, was ich erreichen möchte. Ich bin sehr zielorientiert und habe gewusst, ja, wir werden einmal zwei Kinder haben, wir haben ein Haus und wir werden einen super Job haben und das wird unser Leben sein. Und das ist dann weg. Also ich habe mir die Gedanken gar nicht gemacht. Und auf einmal war das nicht mehr so. Und jetzt ist die Hoffnung, ich glaube, ich habe zuerst schon ein bisschen gesagt, was für mich jetzt Hoffnung ist. Und ich weiß jetzt, nicht ich habe das Leben in der Hand, sondern Gott hat mein Leben in der Hand. Er ist, der einen Plan hat für mein Leben. Und ich weiß, dass es gut mit mir meint. Wow, richtig coole Antwort. Echt gut. Danke. Ja, danke Maria. Wir haben schon weitere Fragen wieder gekriegt. Und so Maria, wie alt warst du, als Gott dir untergekommen ist und wie ist es passiert? Boah, wie viel Zeit habt ihr? Ich werde mich kurz fassen. Also ich war 27 und ja, und das war eben, wie unser Sohn geboren ist. Gell? Der war damals, das war das mit Tschernobyl und das war eben aus dieser Angst heraus vor der Zukunft. Ja, da habe ich dann eben erlebt, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich habe Ängste gehabt, also wirklich Ängste. Und wie das passiert ist, erzähle ich eigentlich eh im Video. Okay. Aber was für mich dann so besonders war, das war, diesen Gott wirklich zu erfahren, zu erleben. Also ich habe gesucht, ich habe einfach nach was gesucht. Ich habe nicht zuerst nicht gewusst, nach was ich suche, aber ich habe mich einfach ausgestreckt. Und das Tolle ist, dass Gott mir entgegengekommen ist. Und hat mich dann bei einem Bibelkreis getroffen. Muss ich sagen, da bin ich einfach hingegangen und durch einen Zeitungsartikel, der nur wirklich, ich habe mir halt damals gedacht, der ist jetzt nur für mich. Der ist nur für mich zugeschnitten auf meinen momentanen Zustand. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach gewusst, hey Gott, ist real. Der ist erfahrbar. Der begegnet einem. Der kann unterkommen. Und genau so und ab da hat es dann begonnen. Ja, so stark, wie du das erlebt hast. Maxi, magst du die nächste Frage für die Maria stellen? Ja, du hast jetzt schon deine Kinder erwähnt und Gott als Mama ist man ja, oder hat man dann, ja, wie sagt man da, besondere Wünsche für die Kinder, oder? Oder man wünscht sich einfach vieles für die Kinder. Ja. Und du erzählst das ja auch so, ja, wie sollen die Kinder aufwachsen, wenn Gott so ein Kernreaktor Gott, wie das Gott passiert ist. Und die Frage finde ich spannend, hast du Hoffnung für deine Kinder? Und ich frage jetzt dazu, wenn ja, wie schaut die aus? Ja, ich habe natürlich eine Hoffnung für unsere Kinder. Einmal die Hoffnung, dass sie auch das Leben
erfahren, dass wir, mein Mann und ich, erfahren. Also vor allem auch diese Erfahrung, dass Gott real ist, dass Gott uns begegnen möchte und dass Gott wirklich auch gegenüber sein möchte. Ja, dass sie auch mit ihren Problemen, Sorgen auch immer wieder zu ihm kommen können und auch erfahren, hey, Gott ist da und Gott liebt mich vor allem. Und Gott hat auch mit mir einen Plan. Und ich wünsche ihnen einfach das, dass sie das auch genau anders, weil Gott hat mit ihnen eine ganz andere Geschichte wie mit uns. Aber das wünsche ich mir schon sehr. Und natürlich auch, dass es ihnen beruflich gut geht, dass auch ihre Wünsche in Erfüllung gehen und ja, eine gute Ehe haben und alles das, was man Kindern wünschen kann. Und dass wir immer eine gute Beziehung haben. Das wünsche ich mir auch. Ja, danke Maria für die Antwort. Du hast ja erzählt, du hast was gesucht in deinem Leben. Mhm. Und dann schließlich in den Bibelkreis ist Gott dir untergekommen und du bist ihm persönlich begegnet. Und da stellt jetzt wieder nur eine sehr persönliche Frage. Vielleicht kannst du da weiterhelfen. Wie finde ich Gott, stellt wieder die Frage. Und wo ist er? Das ist eine tolle Frage. Also die Bibel sagt ja, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wenn jemand schon einmal die Frage stellt, dann muss ich ihm schon einmal gratulieren. Das ist schon einmal cool. Wenn jemand schon einmal sagt, wir finden Gott. Weil die Frage habe ich damals auch gestellt. Ich habe auch gesagt, boah, jemand hat mir gesagt, Gott ist die Wahrheit, aber du musst selber zu Gott gehen. Ich kann dir alles erzählen, aber geh selber zu ihm. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Gott einfach zu reden, ohne dass ich ihn noch kennt habe. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, also die Person, die jetzt diese Frage gestellt hat, wenn die Person anfängt, mit Gott zu reden und sagt, Jesus oder Gott, ich möchte dich finden, ich möchte dich bitte kennenlernen, dann wird Gott sie ernst nehmen. Und er wird ihr die Hand entgegenstrecken und sie wird erfahren, dass ihr Gott dieser Gott unterkommt. Ich möchte sie echt ermutigen, und diesen Weg zu gehen. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, auch andere Menschen zu fragen. Und unsere Gott-Kennen-Kampagne ist ja die beste Möglichkeit dazu. Genau, ja. Ich glaube auch, das ist echt stark, dieses Versprechen, das Gott gibt. Wer mich sucht, der wird mich finden. Ja. Maxi, magst du die nächste Frage an die Maria stellen? Maria, du hast vorher gesagt, wenn man Hoffnung hat, heißt das nicht, dass man keine Zweifel mehr hat. Mhm. Also gibt es wahrscheinlich auch oft Situationen, wo man hoffnungslos ist. Und was hilft dir persönlich, wenn du hoffnungslos wirst? Wenn ich hoffnungslos werde, dann sage ich es mir in erster Linie Gott. Ja, dann sage ich, das ist so schön, wenn man vor Gott so ehrlich werden kann. Ich brauche mich nicht verstehen. Ich brauche nicht etwas vorspielen, was nicht ist. Weil Gott sieht eh in mein Herz. Und ich kann ihm das einmal sagen. Und irgendwo, ich ringe dann schon darum, dass ich einfach auch wieder von Gott eine Antwort kriege. Und in diesem Ringen und vor allem auch, indem ich in der Bibel lese. Also ich muss sagen, und Gott ist so wunderbar, dass er unser Herz kennt. Und ich habe es halt immer so erlebt, dass er mir dann in irgendeiner Weise wieder begegnet ist. Oder ich erlebe was. Ich denke mir, jetzt diese Hoffnungskampagne. Gell? Also mir erzählen jetzt andere unsere Geschichten. Aber ich muss ehrlich sagen, das gibt mir selber auch wieder Hoffnung. Gell? Wenn ich jetzt all die Geschichten höre von den anderen, das ist so ermutigend. Also das taugt mir. Also das ist auch für mich, für mein Glauben wieder stärkend. Wow, echt cool. Ja, danke Maria für deine guten, ehrlichen Antworten. Und die nächste, das ist
für mich das wäre es eine sehr schwierige Frage. Also in so einer Pandemie, wie wir sie jetzt haben, kann man sich ja manchmal so fragen, meint Gott überhaupt gut mit uns? Ist er wirklich da oder ist er abwesend? Und da ist die Frage gekommen, warum gibt es so viele Krisen, wie jetzt zum Beispiel Corona? Und ich würde noch hinzufügen, und wie können wir damit umgehen und trotzdem Hoffnung und Glauben bewahren? Ja, das ist wirklich eine sehr herausfordernde Frage. Genauso wie, warum gibt es Leid? Das ist einfach die Frage, die ja viele Menschen stellen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht die super gute Antwort. Und ich muss ehrlich gestehen, manchmal frage ich Gott das auch. Also ich bin jetzt stehe nicht über dieser Frage. Aber für mich, ich denke mir manchmal, okay, Gott lässt Krisen zu. Und ich habe es in meinem Leben erfahren, dass auch eine Krise dazu geführt hat, dass ich ihn gefunden habe. Das habe ich einfach aus mir aus. Das ist der Sinn von mir gewesen, von meiner Krise. Und ich frage halt in Krisen immer Gott, weil das ist für mich immer die Anlaufstelle, was soll man lernen? Was lernen wir? Was willst du uns zeigen? Sei es jetzt, dass wir lernen, wie wir jetzt miteinander umgehen. Wo braucht es jetzt unsere Hilfe? Wo braucht es unsere Unterstützung? Oder so viele Menschen sind jetzt wirklich hoffnungslos und in der Depression, wir haben es schon gehört, so viele Jugendliche. Und das ist jetzt auch die Möglichkeit, dass sie in ihrer Krise vielleicht eine Anlaufstelle suchen und dann auch die richtige finden. Aber es ist wirklich eine schwierige Frage. Also da müsste ich wahrscheinlich viel länger reden oder man müsste viel länger mit der Person sprechen. Es ist einmal wirklich nur so ganz kurz. Ja, danke Maria für die Antwort. Okay. Und ich gebe noch mal weiter an die Maxi, die hat noch eine Frage für dich, die eingegangen ist. Ich finde eine sehr spannende und wieder persönliche Frage, weil ich finde, das schaut bei jedem ganz anders aus. Wie kommunizierst du mit Gott? Wie ich kommuniziere mit Gott, das ist sehr unterschiedlich. Also kommunizieren heißt auf alle Fälle mit reden. Ja, ich rede mit ihm. Das ist Kommunikation, ist hat immer was mit Beziehung zu tun. Und das ist für mich vor allem auch ein Dialog. Ja, also manchmal schreibe ich Fragen auf, weil ich habe auch Fragen an Gott. Und ich habe in meinem Tagebuch wirklich manchmal Dialoge drinnen stehen, dass ich Fragen aufschreibe und ich lese was in der Bibel und ich kriege eine Antwort. Aber das ist nicht immer so, das bitte muss ich mächtig gleich sagen. Kommunizieren heißt für mich in der Natur draußen sein und einfach auch die Schöpfung betrachten und danken. Da gehört für mich Danken dazu, da gehört für mich Bitten dazu, da gehört für mich Loben dazu. Klagen, das ist Kommunizieren mit Gott. Fragen stellen, ja. Also es gibt keinen einen Weg und so redest du mit Gott, sondern ganz viele verschiedene. Und vor allem auch verschiedene Orte. Mhm. Ich kann immer und überall mit Gott kommunizieren. Voll gut. Paul, du hast nur eine letzte Frage für uns. Genau, ich habe noch eine Frage für dich, Maria. Und zwar, du hast ja von deinem großen Neuanfang erzählt. Gab es nach deinem Neuanfang mit Gott wieder große Zweifel? Und wenn du Zweifel gehabt hast, wie hast du sie bewältigt und wie bewältigst du sie? Also ich habe in meinem Leben also eine Krise, also eine ziemlich große Krise gehabt. Das war vor 15 Jahren, da habe ich Brustkrebs gehabt. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich bin eigentlich immer gesund gewesen bis zu dem Zeitpunkt, habe das überhaupt nicht gekannt, was das heißt, plötzlich so eine Diagnose zu bekommen. Und habe aber in dieser Zeit wirklich Gott intensivst erlebt, also das haben wir halt schon mal gehört, also nie so nahe als wie in dieser Phase, aber muss ehrlich sagen, habe natürlich dazwischen auch Zweifel gehabt. Das habe ich sicher auch gehabt, einfach Zweifel, ja, wird Gott mich da schon durchtragen?
werde ich das schaffen, werde ich wieder gesund. Ich kann mich erinnern, damals hat mein Mann, hat damals, haben wir gerade eine Sauna gerichtet, er hat alles selber gemacht, da haben wir gedacht, na, werde ich das jemals benutzen können? Also so, eher so auch Ängste, gell? Sehr viel Ängste und Zweifel, das hängt ja sehr eng zusammen. Und ja, und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein möchte ich sagen, dass ich diese Krise eigentlich nicht missen möchte, weil das war sicher die intensivste Zeit mit Gott. Ja, ist so stark, wie du immer betonst, gerade in Krisen ist es oft eine Chance, Gott zu finden und Gott zu begegnen. Ja. Und so wie du das erlebt hast, ist echt beeindruckend. Ja, danke Maria fürs Gespräch, danke für die Fragen, die du beantwortet hast. Du darfst jetzt da schon wieder niedersetzen. Vielen Dank. Aber herzlichen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Vielen Dank, es war mir eine Freude. Und jetzt seid ihr nochmal gefragt. Und zwar, wir haben jetzt viel über Gott geredet, mit unseren Gästen, mit Solarchat, mit der Maria und mit dem Martin. Aber so wie es die Maria schon gesagt hat, wir können nicht nur über Gott reden, also so hat sie es nicht formuliert, aber sie hat gesagt, sie kommuniziert mit Gott da persönlich. Und wir wollen jetzt da mit Gott reden. Und deswegen wollen wir jetzt zum Abschluss von der Veranstaltung noch Zeit nehmen, um zu beten, ins Gebet zu gehen und mit Gott zu reden. Und ihr könnt eure persönlichen Gebetsanliegen stellen. Ihr könnt wieder auf www.menti.com gehen, den Code seht ihr nochmal eingeblendet. Und jetzt nicht mehr Fragen an Interviewgäste reinschreiben, sondern eure persönlichen Gebetsanliegen. Und wir, ich und die Maxi, wir werden dann live da auf der Bühne noch beten für die Anliegen, die ihr nennt. Ihr könnt ja gerne daheim vor dem Screen mitbeten. Und dann sagen wir euch noch, wie es morgen und weitergeht und wie ihr noch auch selber Teil werden könnt von der Hoffnungskampagne. Genau, wir starten ins Gebet, Maxi, oder? Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die Geschichten, die wir hören haben dürfen, für die Geschichte von Martin, für das, was Solarchat uns weitergegeben hat und für die Geschichte von der Maria. Danke, dass du ein Gott bist, der persönlich ist. Danke, dass du ein Gott bist, den wir begegnen können. Danke, dass du ein Gott bist, der uns unterkommt und mit dem wir persönlich reden dürfen im Gebet. Und ich bete einfach, himmlischer Vater, dass du ja uns tagtäglich immer wieder begegnest und vielen von denen, die heute mitschauen. Herr Jesus, wir beten jetzt auch für die Schulter von der Joana, die hat einen Skiunfall gehabt. Jesus, und ich bete einfach, dass du sie heilst und dass du die Schulter wieder ganz zusammenwachsen lässt. Jesus, ich bete, dass du die Joana segnest auf ihren Heilungsweg. Himmlischer Vater, und wir erleben gerade eine Pandemie und in der Pandemie viel Hoffnungslosigkeit. Und wir beten wirklich, dass Menschen befreit werden aus dieser Hoffnungslosigkeit, dass Menschen Hoffnung finden, weil du ihnen begegnest, weil du ein Gott bist, der persönlich erlebbar ist und den wir persönlich kennenlernen können. Himmlischer Vater, ich bete, dass ganz viel Leid in dieser Zeit, wo es dunkel ist, wo viele einsam sind, wo es ja einfach für Menschen viel zu Hause sind. Ich bete für auch Singles, die den Lockdown oft besonders hart erleben, dass du ihnen Hoffnung schenkst. Und ich bete für unsere Schüler in unserem Land. Ich bete darum, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen nahe bist, wenn sie einsam sind, dass du ihnen zeigst, dass du ein Gott bist, der sich um sie kümmert. Ja, wir haben ja Gebetsanliegen für eine Wirbelsäule reingebracht bekommen und Jesus, ich bete auch da jetzt für Heilung, dass du die Wirbelsäule heilst und dass sie wieder ganz gesund wird. Himmlischer Vater, und
uns ist der Noah eingegangen und das, glaube ich, ist ein Dankgebet. Also da dankt er für die Sonne und für das, dass ja, wir einfach erleben dürfen, dass du ja die Schöpfung gut gemacht hast, dass du uns Sonnenstrahlen schenkst, dass du uns Freude schenkst. Und ich bete darum, dass einfach wir das auch erleben. Erleben, dass wir dir begegnen in der Natur und staunen über das, wie wunderbar du es gemacht hast. Herr Jesus, wir stehen jetzt mitten in einer Krise und wir beten jetzt wirklich, dass diese Krise bald zu Ende ist. Dass wir Menschen einfach zusammenwachsen und zusammenfinden und zusammenhalten in dieser schweren Zeit. Himmlischer Vater, und in dieser Zeit ist es auch so, dass wir Spaltung durch unsere Gesellschaft geht, wo sie Menschen zerstreiten, wo Risse in Familien reinkommen, einfach nur, weil man unterschiedlich zur Impfung steht. Und da beten wir einfach auch, dass du Versöhnung schenkst, dass du Verständnis schenkst, dass du schenkst, dass wir ja zu dir schauen, der alle Gräben überwindet und der alle Spaltungen ausräumt. Und ich bete einfach darum, dass du ja Versöhnung schenkst, Und einfach schenkst, dass diese Dinge uns nicht trennen, sondern dass wir ja Einheit erleben. Ja, gerade in dieser Pandemiezeit sind auch viele Personen von Depressionen betroffen. Und Jesus, ich bete einfach, dass du ihnen da Hoffnung schenkst und dass du dich ihnen zeigst und ihnen deine Liebe zeigst. Himmlischer Vater, wir haben es am Anfang schon gehabt, viele Jugendliche sind gerade besonders psychisch herausgefordert. Das ist eine schwierige Zeit für viele. Und viele von denen, wenn man jetzt an einen Jugendlichen denkt, der 13 Jahre alt ist, der die letzten 2 Jahre Ausnahmezustand gehabt hat, was ein großer Teil von seinem Leben war. Und ich bete einfach darum, dass du da Hoffnung schenkst, dass du Heilung schenkst, dass du zeigst, dass du da bist, dass du Gott bist, der sie um sie persönlich kümmert. Vater, wir beten auch für diejenigen, die Entscheidungen ausstehend haben, gerade wenn es ums Berufliche geht. Wir beten, dass du da Führung schenkst, dass du da leitest, dass die richtige Entscheidung getroffen wird. Und wir beten auch für erfüllendes Leben und dass ein Leben für Jesus ist. Amen. Amen. Ja, und wenn ihr noch nicht alle Videos zur Gänze gesehen habt, dann gibt es noch die Möglichkeit, und zwar auf unserer Website gottkennen.at. Schaut doch vorbei, schaut euch nochmal die Videos an. Dort findet ihr alle und natürlich auch Infos zur Hoffnungskampagne. Und wenn euch noch was beschäftigt, wenn euch was plagt oder ihr was Ähnliches erlebt habt wie Martin und Maria, dann könnt ihr ja gern unser Angebot wahrnehmen und uns anonym schreiben. Also es stehen Menschen bereit, die mit euch reden, denen ihr schreiben könnt, mit denen ihr austauschen könnt, die euch gerne Antworten geben und die euch gerne beistehen bei dem, wo ihr persönlich gerade durchgeht. Ihr findet das Angebot auf www.gottkennen.at und dort könnt ihr einfach über Chat mit wem kommunizieren, der euch gern weiterhilft. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, ganz praktisch Hoffnung zu schenken. Und zwar bei Sammelstellen kannst du zum Beispiel einen Rucksack oder eine Handtasche abgeben, die wir dann nach Griechenland weiterschicken. Oft wirkt zwar so eine Handtasche oder ein Rucksack eher unnötig, aber es kann oft auch einfach ein Zeichen der Hoffnung sein. Und wenn du dabei sein möchtest bei dieser Aktion, ja, dann schau doch einfach auf die Website gottkennen.at. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und dort findest du dann auch mehr Infos dazu, wo du die Sachen abgeben kannst, wie du die Taschen füllen kannst und alles weitere, das du benötigst. Und wenn du noch mehr erfahren willst über diese Hoffnung, von der unsere Gäste erzählt haben, oder von Gott, oder wissen willst, wie hat eigentlich das ausgeschaut, wie Jesus gelebt hat, du kannst auch bei uns Bibeln bestellen. Und das Besondere an unseren Bibeln sind, sie sind kostenlos für dich, du kannst sie bestellen und wir schicken sie gratis zu dir nach Hause. Den Link zur Bibelbestellung findest du in der Videobeschreibung.
Und Maxi, wie geht's jetzt weiter? Ja, es geht schon ganz bald weiter und zwar schon morgen Abend und da gibt's den zweiten Livestream. Dort haben wir wieder Gäste eingeladen, wieder Leute, die ein Video aufgenommen haben, die erzählen, wo Gott ihnen untergekommen ist. Und wenn ihr wissen wollt, wer das ist und wenn ihr Fragen an die habt, dann schaltet doch einfach ein, morgen wieder um 20 Uhr. Wir sind wieder ready, ja Paul? Genau, wir sind wieder ready und wir freuen uns auf euch. Du bist auch dabei und vielleicht ladest du noch ein paar Freunde ein, das mit dir gemeinsam zu schauen. Vielleicht nicht bei dir zu Hause oder wie es halt möglich ist. Und wir verabschieden uns jetzt. Und wir wünschen noch einen schönen Abend. Und danke fürs Zuschauen. Bis morgen.